Ihr Lieben, wir sind am Wetternsee in Schweden, der zweite Tag unseres Urlaubs und es ist alles schön. Ist immer so. Man fängt kein Video an und sagt, ist total Mist. Na, es ist alles schön. Es regnet heute zwar häufiger mal, das ist aber nicht so schlimm. Wir haben ja ein Wohnmobil, da können wir ja reingehen. Ist ja gar kein Thema. Morgen soll es dann wieder richtig schön werden und wir werden mit dem Motorrad ein bisschen die Umgebung erkunden. Ja, und wie gesagt, so lange gibt es einen leckeren Aperol-Spritz und ich werde die Gunst der Stunde einmal nutzen, euch was zu erzählen, wie man denn an eine Datenflatrate in Schweden kommt. Denn, ja, klar kann man die deutsche Flat hier weiter benutzen und unsere ist gar nicht so schlecht. Ich glaube, wir haben 20 GB oder so, 17 oder 20, irgendwie sowas pro Person, ist alles nicht schlecht. Aber wir haben uns Gedanken gemacht, wie kriegen wir denn ein bisschen mehr. Und das haben wir früher auch schon gemacht. Wir sind nach Schweden gefahren und haben dann von Dreh oder Tress, ich weiß nicht genau, wie man spricht, das ist eine 3, haben wir uns damals schon eine Datenflat geholt, ich glaube 100 GB, das war für einen überschaubaren Preis, ist aber nicht mehr so unwug, ist jetzt nicht mehr so der Mobilfunkanbieter, sondern der heißt jetzt Comfig. Comfig. So soll es sein. Es gibt zwei Anbieter, einer davon ist Comfig, die eine Unlimited Datenflat anbieten. Und das für so verträgliche 40 Euro für einen ganzen Monat. Für Unlimited schon nicht schlecht. Und wer das schwedische Netz kennt, der weiß, dass das eigentlich eine ganz tolle Sache ist, denn das ist super ausgebaut. Diese Funklöcher, die wir echt aus Deutschland kennen, die haben wir hier nicht. Wir haben hier 4G, super Abdeckung. Ich denke mal, es wird auch 5G geben, aber wir haben gar keine 5G-Geräte. 4G reicht uns völlig aus. Und da haben wir diesen Datentarif jetzt mal rausgesucht und sie wollten dann einfach mal so losmarschieren, wie das immer so ist. Du gehst einfach in einen Supermarkt, sagst, ah, ich brauche die Datenflat. Die heißt hier übrigens, das kann ich ja an dieser Stelle schon mal sagen, Content Cord. Das ist die Prepaid Datenflat in Schweden. Aber es hat sich alles ein bisschen geändert. Wir haben uns damals schon gewundert, dass man einfach so losgeht, holt sich eine SIM-Karte, steckt die rein und hat Internet, kannst alles mitmachen. Und irgendwie haben wir uns gefragt, so ja, Schweden, immer sehr liberales Land, aber interessiert das gar keinen, wer hier welchen Datenmissbrauch vielleicht mit so einer Karte betreibt. Und tatsächlich, das hat sich jetzt geändert. Also wenn man jetzt in einen der zahlreichen Stellen geht, die diese Karte anbieten, und das kann ich mir natürlich nicht alles merken, das ist ATG Ombud, IK Pressbüro, 7-Eleven, Circle K und noch ein paar andere. Ich werde euch das gleich mal eben in eine Auflistung reingeben. Dort kriegt man diese Karten und das Wichtige ist, man kann diese Karte tatsächlich neuerdings nur noch nutzen. Ich glaube, das ist seit Februar irgendwie sowas diesen Jahres, indem man sie vorher registriert. Und da kann man sich vielerlei Arten vorstellen. Man kann mit der App reingehen und so weiter. Aber das ist für uns Deutsche relativ schwierig, da wir keine schwedische Sozialversicherungsnummer haben. Demnach können wir auch kein Swish beantragen. Und das ist alles ein bisschen schwieriger. Also registriert man sich am besten gleich dort, wo man das kauft. Das hat im IK hier in diesem kleinen Ort super geklappt. Ich würde jetzt nicht den IK Nera nehmen. Das ist der ganz, ganz kleine für die Güter des täglichen Bedarfs, sondern er sollte schon ein bisschen größer sein. Es gibt ja 3 Abstufungen oder 4 sogar. Und da war das jetzt überhaupt kein Problem. Die hat man Ausweis genommen, dann hat sie alles eingegeben. Und als Land muss man da natürlich dann Tyskland eingeben. Es kann manchmal sein, dass das nicht direkt angeboten wird. Es kommt, glaube ich, so ein bisschen auf die Zertifizierungsstelle an. Dann ist es nicht schlecht, dass man den ISO-Ländercode hat. Und der ISO-Ländercode, den findet man bei Wiki, aber es ist gut, wenn man vorbereitet ist. Für Deutschland ist das die Nummer 276. Für Österreich ist es der Ländercode AUT, also Deutschland wäre DEU und die Nummer ist 276. Österreich wäre AUT und hat die Nummer 040 und die Schweiz hat CHE mit dem Länderkürzel 756. Das ist vielleicht nicht schlecht, dass man sich den schon mal mitnimmt. Ja, und so bin ich dann in diesen IK reingestrumpelt, habe gefragt, ob die Englisch können. Viele Schweden können sehr, sehr gut Englisch. Und sie hier waren super hilfsbereit. Und dann ist das Objekt der Begierde, sieht so aus. Ne? Ja, wie bei uns auch. Da ist dann einfach so eine Karte drin. Ich mache die mal auf. Warte mal. Reiß hier auf, steht da. Zack.
Und dann ist da so eine SIM-Karte drin, wie wir es auch kennen, in verschiedenen Größen, die man sich so rausbrechen kann. Da steht die Telefonnummer drauf, die PIN und PUK. Und ja, und dann folgt die Registrierung. Dazu muss man zwingend seinen Ausweis mithaben und dann schreibt die Servicekraft dann eben alles rein. Und das hat super geklappt. Der Kartenkauf war ein leichtes Problem, denn wenn man eine Karte kauft, muss man wieder eine Nummer eingeben von seinem schwedischen Ausweis und ich habe keinen schwedischen Ausweis. Dann nimmt man seinen deutschen, guckt da raus und das System sagt, da kann ich leider überhaupt nichts mit anfangen. Und somit hat sie dann irgendwann entnervt aufgegeben, hat mir die Karte geschenkt und sagte, nimm mit, wenn es klappt, ist gut, wenn nicht, dann musst du nochmal woanders hingehen. Also an dieser Stelle einen ganz herzlichen Dank an den IKA-Laden, die sich so sehr bemüht haben. Ja, und das klappte tatsächlich. Ich bin dann in die Internetseite gegangen und habe dann diesen mobilen Datentarif ausgesucht. Kostet, oh, was war das? Lass mich eben ganz schnell nachgucken, bevor ich hier Unsinn erzähle. 399 Kronen, also so wie der Kurs jetzt gerade steht, sind das so etwa 35 Euro und dafür gibt es dann Unlimited Datentarif. Ziemlich cool. Und damit das dann auch alles einigermaßen funktioniert, hier bei uns im Wohnmobil haben wir einen Mobilrouter. Ja, haltet euch fest, das ist ein ganz schöner Olli. Ich weiß gar nicht, warum der so riesengroß ist, aber er ist wirklich gut, weil er läuft auf 12 Volt, ist von der Firma Teleco, heißt WFT 400 und da kann man nämlich hier an der Seite einfach die SIM-Karte reinmachen. Hier ist noch eine drin. Ich weiß gar nicht, von wo ist die denn? Telenor, 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 Telenor. Ich glaube, das ist Frankreich gewesen. Brauche ich nicht mehr, kann weg. Und da kommt dann gleich eben unsere Config-Karte rein. Und das nächste, was ich euch dann zeige, ist mal das Konfigurationsmenü. Und dann kurze Zeit später können hier alle in eine Einraumwohnung rein. Also nochmal auf die Schnelle, auf die Kürze. Ihr braucht das Länderkürzel, ihr braucht einen Personalausweis. Ihr geht zu einem der Stellen, wo ihr so eine SIM-Karte kaufen könnt. Kostet 45 Kronen, meine ich. Also so irgendwas um 4 Euro. Dann wird die registriert. Also ihr kauft sie. Anschließend lasst ihr diese Karte direkt vor Ort von der Kraft registrieren. Und mein Tipp ist, fragt vorher, ob die registrieren können. Ansonsten lasst ihr die Karte liegen und geht einfach woanders hin. Anschließend geht ihr auf die Webseite, bucht euren mobilen Datentarif, bezahlt mit der Kreditkarte, was durchaus geht, oder Swish, aber Swish habt ihr wahrscheinlich nicht, also mit der Kreditkarte. Ja, und dann könnt ihr das nutzen. So, und jetzt werde ich das Ding mal in Betrieb nehmen und dann gucken wir uns das gleich weiter an. Ja, total lässig. Also das war ja nun echt eine ganz schnelle Nummer. Karte reinschieben. Stöpsel rein, also ein bisschen Strom drauf, einmal an der Seite anschalten, schon war die Internetverbindung da. Alle Daten waren ja noch gespeichert, weil wir das ja schon mal benutzt haben, war jetzt nur mit der neuen Karte. Interessanterweise hatte das Gerät nicht gefragt nach einer PIN-Nummer für die neue Karte. Jo, ist aber nicht schlimm. Es funktioniert, das ist die Hauptsache. Ich zeige euch jetzt nochmal das Verwaltungsmodul dieses Routers. Da können sich, meine ich, vier Leute gleichzeitig mit verbinden und Leute, 40 Euro, so roundabout, ist natürlich auch eine Ecke Geld. Wenn man sich jetzt aber überlegt, dass da jetzt 3 bis 4 Leute damit surfen können oder 3 bis 4 Geräte angeschlossen werden können und das für einen ganzen Monat und dafür hast du deine Navigation, du kannst dir mal einen Film runterladen und vor allen Dingen kannst du auch mal einen Film hochladen, so wie diesen hier. Dafür finde ich das jetzt eigentlich ganz in Ordnung. Ja, apropos Film, wenn euch dieses Filmchen gefallen hat, dann hinterlasst doch gerne mal einen Kommentar. Wenn ihr noch einen besseren Provider gefunden habt in Schweden, dann auch gerne einen Kommentar hinterlassen. Und ansonsten bedanke ich mich, dass ihr so geduldig zugeguckt habt. Ich wünsche euch was, euer Knut. Bis denn. Tschüss.